Wenn Sport schöner aussieht, als er sich anfühlt. Dichloratiopharm Schmerzgel bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ulm ist eine Mannschaft, die wir wirklich sehr respektieren. Und das ist eine wirklich sehr disziplinierte Mannschaft. Schwer zu spielen. Wir hatten sehr kurze Zeit vor der Vorbereitung. Auch wir haben schwer verletzte Spieler. Deswegen will ich meine Spieler mich bedenken, dass die wirklich so eine schwere Verantwortung tragen konnten. Man muss sich auch immer erstmal auf den Gegner einstellen. Banvit hat im Low Post gedoppelt. Das ist was wir in der ganzen Bundesliga-Saison noch nicht einmal gesehen haben. Und dann ist es nicht unlogisch, dass man dann auch erstmal zu viel überlegt, wo sind jetzt die freien Spieler. Dadurch hatten wir ein paar unnötige Ballverluste. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass wir es nicht geschafft haben, in den ersten Minuten unser eigenes Tempo zu spielen. Banvit hat ihr Tempo gespielt. Und wir sind so ein bisschen hinterhergelaufen. Und dann haben wir das Tempo erhöht und dann sind wir auch mit einer Führung in die Halbzeitpause gegangen. Für uns ist wichtig, dass wir immer unser eigenes Tempo spielen. Das ist uns dann im weiteren Verlauf des Spiels gut gelungen, auch Anfang des dritten Viertels. Und irgendwann hat dann die Müdigkeit, eingetreten. Und dann hat Banvit das knallhart ausgenutzt. Wenn Sport schöner aussieht, als er sich anfühlt. Dichloratiopharm Schmerzgel bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.